Erkenntnis von Gottes Autorität, seine Macht, Identität und Substanz können durch deine Fantasie weder erreicht noch gewonnen werden. Stell's dir nicht vor, bedeutet nicht, tu nichts. Oder sitze nur da und warte auf die Zerstörung. Es bedeutet, folgere nicht durch Logik, noch lerne durch Wissen oder Wissenschaft. Im Essen, Trinken und in der Gemeinschaft und in der Erfahrung von Gottes Worten erlebst du und verifizierst du Gottes Autorität und gewinnst allmählich Verständnis und Wissen darüber. Dies ist der einzige Weg, Abkürzungen gibt es nicht. Wahrheit allem, was dir im Leben widerfährt. Schätze, verifiziere, bestätige. Der Gott, an den du glaubst, hat Autorität und Souveränität über dein Schicksal. Wisse, dass seine Macht zu jeder Zeit beweist, er ist der wahre Gott selbst. Es ist der einzige Weg, Gott zu verstehen. Der einzige Weg, Gott zu verstehen. Essen, Trinken und in der Gemeinschaft und in der Erfahrung von Gottes Worten erlebst und verifizierst du Gottes Autorität und gewinnst allmählich Verständnis und Wissen darüber. Dies ist der einzige Weg, Abkürzungen gibt es nicht. Dies ist der einzige Weg, Abkürzungen gibt es nicht. Dies ist der einzige Weg, Abkürzungen gibt es nicht.